Schön war's. Ich würde sagen, wir landen mal auf Ilium. Ich habe eigentlich gedacht, wir waren da schon überall, aber ganz ehrlich, wir nehmen Tali nicht mit. Irgendwie diese Drohne ist... Mir gefallen ihre Fähigkeiten nicht. So, jetzt ist es raus, ich hab's gesagt. Mir gefallen einfach ihre Fähigkeiten nicht. So, und das ist sowieso gar nicht mal so schlecht, dass wir hier sind, weil, wo wir das erste Mal hier waren, gab es irgendwas, was ich nicht kaufen konnte, weil ich nicht genug Geld hatte. Irgendein Upgrade. Rüstung oder Waffenschaden oder irgendwie sowas. Das heißt, wir hätten so oder so nochmal herkommen müssen. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau das war. Wahrscheinlich Barrier Frontiers. Okay, hier war Lieras Büro. Da ist natürlich niemand, weil Liara ist jetzt der Shadow Broker. Ah, hier. Okay, der ist immer noch da. Ich weiß halt nicht, wir haben halt noch zwei Missionen hier auf Ilium. Der Attentäter? Thane Kryos finden. Oder Thane Kryos. Nach Ilium fliegen. Und die Justikarin. Fliegen Sie nach Ilium und suchen Sie in der Stadt Nos Astra die Asari-Justikarin Samara. Ah, vielleicht kommen wir vorne vom Taxistand hier irgendwie weg. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir noch kaufen müssen. Genau. Schadensschutz für 90.000, Junge. Sturmgewehrschaden. Kein Wunder, konnte ich mir das nicht leisten. Wenn es fucking 90.000 kostet. So, Paddelfische kaufen wir nochmal. Und nochmal ein Raumschiffmodell. Aber für mich ist es die Zukunft. Die Fortpflanzungsstrategie meines Clans steht auf dem Spiel. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Wahrscheinlich kommen wir von hier irgendwo an. Nee, kommen wir nicht. Hä? Was weiß ich? Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Ich telefoniere. Ich bin so verwirrt. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Nicht zu verzollen, weitergehen. Also es muss hier weißt irgendwo du, noch keine Asari sind, nicht mal spricht. Die Sache mit dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Es muss hier irgendwo noch einen Übergang geben in anderes Gebiet. Weil hier waren wir überall und hier ist halt nichts. Also es muss irgendwo noch weitergehen, wie auf der Citadel, dass wir halt verschiedene Ebenen haben oder irgendwie sowas. Aber ich habe keine Ahnung wo. Aber wer liest sowas schon? Hier steht halt überall nur nach Ilium fliegen. Gute Nacht, Filat.
Bis morgen. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. So, sie will auch nicht mit uns reden. Da war nichts mehr. Irgendwas muss ich übersehen haben. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Er will auch nicht mit uns reden. So, da oben waren wir schon. Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört mir. Du gehörst mir. Herr, und dann bleibt ja aber nur noch die Bar. So, da waren die, da war die Bar. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab grad die Bar sauber gemacht. Wie ist das so, eine Asari-Matriarchin zu sein? Genauso, als wenn man was anderes ist. Meine Eltern hatten ein interessanteres Leben als ich. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Ganz nach Belieben, wie immer. F. Shepard. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Oh, das ist wirklich nett. Also. Mir geht's gut. So eine kleine Trockenperiode bringt mich nicht um. Wir könnten uns Flotte und Flottille ansehen. Er hat eine Reise bekommen für seine Darstellung der Beziehungen zwischen Turiana und Ariana. Wie auch immer. Ich bin auf Ernst ratlos. Ich glaube, wir müssen googeln. Nicht, dass es verbuggt ist oder so, aber glaube ich nicht. Wir haben mit allen geredet, wir waren überall. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass wir irgendwas... übersehen könnten. Vielleicht Sie? Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-System sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander.
mit Liara reden. Und die Justikarin? Okay, wir reden mit Liara. I don't know. Ich glaube, beide Missionen hängen irgendwie mit Liara zusammen. Also Karim, Chappie hat... Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Chappie hat mit Kelly geredet. Und Kelly hat gesagt, dass sie irgendwen viel zu traurig findet und gerne einfach mal umarmen würde. Und Chappie hat zu ihr gesagt, wo bleibt meine Umarmung? Das hat Nina gar nicht gut aufgefasst. Genau, jetzt mag Nina, mag Chappie nicht mehr. So, okay. Wir kommen auf Ilium nicht weiter. Das heißt, wir fliegen einmal zu Liara. Und gucken, ob sie irgendwelche Informationen hat. Shadowbroker Basis. Ich sehe nichts. Wenn irgendwer mich fragen würde, wo seine Umarmung bleibt, der kriegt meinen Fuß ins Gesicht. So. Max würde machen. Karim, das Traurige ist, ich habe mir genau dasselbe gedacht, aber ich konnte es noch in mir drin behalten. Ich habe es nicht gesagt. Wie geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hat mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatress hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln. Aber ich habe ein Ziel. Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Außerdem wusste er, dass die Kollektoren Proteaner waren, umfunktioniert zu Marionetten des Vorboten. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Aber... Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber... Die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen. Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Klingt gut. Warum machen wir das nicht sofort? Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir eine Minute.
Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er gefragt hat, ob ich kürzlich die Ewigkeit umarmt hätte. Natürlich hat er das. Shepi lässt einfach nichts anbrennen. So ich ist habe es. Auch mit Dr. Chuckwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte Ihre Dienstmarke beschaffen. Stark! Hallo, Max? Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Sie hat mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Erinnern Sie sich an Admiral Hackett? Er hat sie mir überlassen, damit ich sie an Sie weitergebe. Er schickt Ihnen Grüße und hofft, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihnen, Shepard? Ich meine wirklich, nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Ich habe einige von Ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden Sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wofür kämpfen Sie? Ich denke, ich kämpfe für uns. Für uns alle. Das ist eine große Verantwortung. Menschen sind chaotisch, peinlich, manchmal selbstsüchtig oder grausam. Aber sie versuchen es. Und ich sorge dafür, dass sie eine Chance haben. Hoffentlich ist die Galaxie die Mühe wert, die sie in ihre Rettung investieren. Ich muss zurück auf meine Basis. Trotzdem, danke für die Einladung, Shepard. Da ist seine Umarmung. Dafür hat sie sich jetzt das Kleid angezogen, dass wir hier 10 Sekunden uns unterhalten, oder? Ich war noch nie in meinem Leben so enttäuscht. War noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht. Komm bald wieder. Und das Allergeilste ist ja, wir haben immer noch keine fucking Infos. Über den Attentäter und die Justikarin. Und ich glaube, wenn wir Pech haben... Wenn wir Pech haben, ist die Mission jetzt verbuggt. Weil Liara schon hier ist, in der Shadowbroker-Basis. Und das ist ja normal ein DLC. Und normal kriegen wir von ihr auf Ilium, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil ich habe gerade mal kurz gegoogelt, normal kriegen wir von ihr auf Ilium die Infos, die wir brauchen. Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Ja, und das könnte jetzt ein Problem sein. Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. So, wir müssen nochmal nach Ilium. Ich habe eine Idee. I have an idea. Warte mal, was mache ich denn? Wo ist denn hier mein Massensprungportal? Da unten. Treibstoffreserven bei 50%. Thank you.
So. Again. Ilium, let's go. Chat, will ich wissen, um was es geht? Ich glaube nicht, oder? Sind Sie Quarianer oder Volus? Und nein, haben Sie okay. Satt, dass Sie bei Beförderung damit kann ich leben. Werden, weil Angestellte mit Exo-Anzügen ich muss nicht alles wissen. So, Terminal. Oh mein Gott, es war die ganze Zeit vor uns. Justikarin Samara, Informationen über Justikarin Samara. Derzeit aus unbekanntem Grund auf Ilium, vermutlich in Zusammenhang mit ihrer Funktion als Justikarin. Aus Höflichkeit hat sich Samara nach der Ankunft bei Überwachungsoffizier Dara im Transportzentrum gemeldet. Für Folgeaktion, Dara hat vielleicht Informationen über Samaras Aufenthaltsort. Herunterladen. Again. Pain. Der Drell-Attentäter befindet sich auf Ilium. Sein Ziel ist offenbar die Geschäftsfrau Nassana Dantius. Vor seiner Ankunft war er bei der ehemaligen Sicherheitschefin von Dantius, Serena. Für Folgeaktion, Serena ist jetzt auf der dortigen Frachttransportebene angestellt und hat vielleicht Informationen über Thanes aktuelle Aktivitäten. Herunterladen. So. Und damit können wir endlich diese Mission weitermachen. Frachttransport. Das wäre da hinten. Ich glaube, das war hier rein. Hallo Malenio! Serena! Serena? Wer will das wissen? Etwas mehr Respekt. Nein. Ich heiße Shepard. Liara Tassoni. Wie geht's dir, Malenio? Grüß dich. Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Nassana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dantius Towers. Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Grüße aus Zürich, Junge. Grüße nach Zürich zurück. Du bist aber auch ein Mann von Welt. Du bist auch gefühlt jede Woche woanders. Immer noch Mass Effect. Ja, wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Mass Effect bleiben. Also, der Plan ist, wir zocken bis zum 21.06. Da kommt der Elden Ring DLC. Werden wir wahrscheinlich mit Mass Effect beschäftigt sein.
Ich glaube gar nicht, dass wir Mass Effect zum 21.06. durch haben. Weil wir haben noch den Rest von Teil 2, wir haben noch Mass Effect 3. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen bis Elden Ring DLC. Ich bin jetzt bereit. Wir gehen rein. Genau das will ich hören. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. So, Garrus Morden. Let's go. Schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dantias Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Also gut, gehen wir's an. Moment. Das sieht schon wieder echt geil aus, muss ich sagen. Sie haben nicht viel Zeit, man wird Sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Warum sehen eigentlich heutige Games nicht mehr so cool aus? Gute Nacht, Max. Wait a minute, was ist hier oben passiert? Ach, fuck. Okay, warte mal. Wir haben das. Wir haben... Wir haben doch auch noch irgendwas gelernt. Große Singularität werfen. Die haben wir schon. Okay. Wir haben Warp, wir haben die Singularität, wir haben Werfen. So, dann haben wir Betäubungsschuss, wir haben Überlasten. Wir haben die Verbrennung. Pyrostrahl. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Betäubungsschuss bereit. Stark. Einfach T-Pose. So, wo wollen wir hin? Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Haskell, Junge, seit wann bist du eigentlich hier? Wer hat Ihnen das angetan? Und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wir haben was von den Viechern aus Half-Life. Half-Life habe ich tatsächlich nie gezockt, muss ich sagen. Muss ich mir ehrlich eingestehen, habe ich nie gespielt. Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann...
Die Hunde! Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht atmen! Ja, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke, das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich tue, was ich kann. Danke. Los, weiter. War die ganze Zeit da, aber nur passiv, weil ich Assetto Corsa gezockt hatte. Aber das Spiel hat auch viele Fans, muss ich sagen. Assetto Corsa. Ich habe zwar selber auch nie gezockt, ich bin eher so der, ich muss sagen, für mich mit Abstand das geilste Racing-Game. Und zwar mit sehr, sehr viel Abstand. Forza Horizon. Es gibt kein geileres Autorenn-Game, weil ich liebe Forza. Genau das, was Marlene sagt. Ich liebe Open Worlds. Und Open World plus Autorennen, es ist einfach nur amazing. Es ist einfach nur geil. Gibt auch viele extrem geile Mods für Assetto Corsa. Das Problem ist, ich mag keine Autorennspiele, wo du wirklich einfach, sag ich mal, nur deine Runden abfährst. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So muss es sein. Also ich finde halt Forza Horizon geil, weil es wie gesagt einfach eine Open World ist. Aber ich würde jetzt niemals irgendwie so Assetto Corsa oder was gibt's noch? Es gibt ja auch Forza Motorsport. Mag ich auch nicht, bin ich ehrlich. Also ich sag nicht, dass es ein schlechtes Game ist oder irgendwas. Das sind auch gute Games, gar keine Frage. Aber einfach nichts für mich. Können wir den Hund killen? Ja, okay, also Need for Speed war geil. Need for Speed war, das war die beste Zeit. Need for Speed, Underground, Most Wanted 2. Die waren alle geil. Lieber halt Simrace, weil ich auch Lenkradschaltung und Handbremse habe. Ja, das ist schon cool, muss ich sagen. Mit Lenkrad und so ist schon ziemlich geil. Pascal, zockst du eigentlich dann auch Euro Truck Simulator mit Lenkrad? Ich glaube, wahrscheinlich, ist oder? Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nessana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich. What? Wer bist du denn, Alter? Hätte lieber Rückenwind.
Euro Truck Simulator 2 mit Lenkrad, LKW 18-Gang-Schaltung und manchmal auch in VR. Das klingt crazy, Alter. Allein wenn ich daran denke, kriege ich schon einen epileptischen Anfall. Aber klingt geil. Deutsche Bahnsimulator. Das gibt's wahrscheinlich auch, oder? Karim, gute Nacht, schlaf gut. Und bis morgen. Schön, dass du da warst. Junge, wie viele schon wieder? Ich glaube, ich habe ein Problem. Habe ich? Habe ich nicht? Ich glaube nicht. So. Präzisionsgewehr Viper. Also was halt crazy ist, wenn ich überlege, im ersten Teil, da haben wir ja noch verschiedene Rüstungen gefunden und Waffen mit verschiedenen Stärken, was weiß ich was. Das ging ja übel ab. Das hast du halt hier in Teil 2 gar nicht mehr. Weiß nicht, ob es mir fehlt, bin ich mir wirklich unsicher. Weil irgendwie war es in Teil 1 halt auch ein bisschen, also die Idee war gut, aber es war so ein bisschen useless. Aber krass, dass du es hier einfach gar nicht mehr hast in Teil 2. Also du hast Waffen, aber die Waffen haben halt keine Werte, sondern die gibt's halt einfach. Töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Töten wir sie? Das ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Sie eingesperrt? Dann wollte unser Attentäter sie anscheinend in Sicherheit bringen. Attentäter? Wegen Nassana, möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Ich sehe uns schon vor der Entscheidung stehen, was wir mit dieser Nassana machen.
Weil ich wette, am Ende müssen wir entscheiden, ob wir sie dann umbringen oder Thane, den wir für uns rekrutieren wollen, oder ob wir sie leben lassen. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentiertel. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Schlage vor, in Deckung zu gehen. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Aufpassen! Das müsste Sie ausbremsen. Okay, ganz ehrlich, da ist, glaube ich, Big Weapon Time. Wo ist meine Big Fucking Gun? Okay, das sollte reichen. Gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Arme Nina. Verdammt! Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nassana-Söldnern. Wer sind Sie? Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig. Wie wäre es mit Auf Wiedersehen? Heftig, aber vermutlich hat er es verdient. Heftig, aber vermutlich hat er es verdient. Stark. Bad Guy Shappy, Junge. Diese Datenscheibe enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Hasta la vista, Baby. Ich mag's echt nicht, wenn mich Leute umarmen. Meistens, ja, kommt halt immer drauf an, wer und eigentlich nur wer. Aber ich muss auch sagen, jetzt irgendwie so, also du hast ja auch auf Arbeit so immer die Leute, so die einen geben dir so die Hand und die anderen Leute umarmen dich halt so auf Arbeit. Da muss ich auch sagen, so okay, bei den meisten stört's mich nicht. Und bitte irgendjemand Bericht erstatten oder aber auch Zeit. Bei manchen ist irgendwie wieder so ein bisschen weird. Ich fürchte, die Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt. Aber du kannst ja dann irgendwie auch schlecht, also klar kannst du Nein sagen, aber irgendwie ist dann auch wieder ein bisschen cringe. Weil dann denkst du halt so, okay, komm, dann umarmst halt dann die Leute. Aber da ist mir so ein Handschlag auch irgendwie lieber. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück oder ich schieße. Ganz ruhig. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen könnten. Ich will Sie nicht verletzen. Aber ich werde es tun. Zurück, habe ich gesagt. Ich tu's. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Tofu! Ich bin Telon. Kommen Sie nicht Hallo. Näher. Hallo! Telon, ich bin Commander Shepard. Ich arbeite nicht für die Söldner und will Ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Ich... Okay. Hier. Mir
Geht's nicht so. Talon! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein. Talon stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Talon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Ein perfekter Kopfschuss ohne Kollateralschäden. Sehr beeindruckend. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Talon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Hab mal einen Clip von Assetto Corsa ins Discord geschickt. Alles klar. Guck ich mir nachher an. Ich liebe die Stimme vom Charakter, den du spielst, weil es die Stimme von Ghost aus Call of Duty ist. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, ich finde Shepard auch, also wir spielen Shepard, wahnsinnig gut eingesprochen. Also ich bin Fan von seinem Synchronsprecher auf jeden Fall. Schreit hier so, Junge. Was ist denn mit dir los? Wobei ich sagen muss, Mass Effect 1 kann man sich jetzt streiten, aber ich finde Mass Effect 2 ist generell vom Voice Acting her und so weiter sehr, sehr geil. What the fuck? Ja, die schreien alle so rum. Wenn mich jemand auf Arbeit umarmen würde, der kriegt einen Fisch ins Gesicht. Oh, Nina hat dazugelernt. Es ist ein Fisch geworden. Stark, Nina. 12.000 Credits, Junge. Auf geht's, hack die Scheiße. Das nehme ich mit.
einmal eine aus Versehen mit einem Fischkopf abgeworfen. Ich glaube, ich hatte ehrlich gesagt noch nicht mal einen Fischkopf in der Hand irgendwann. Also, geschweige denn, dass ich irgendwen damit abwerfe. Wie kommt ihr zu sowas? Wie macht ihr sowas? Wo nehmt ihr einen Fischkopf her? Okay, ich glaube, die Raketenwerfer muss ich, glaube ich, snipen. Mit was schießt? Ich habe immer noch die Pistole ausgerüstet. Hübsches Feuerchen. Betäubungsschuss bereit. Fertig, verdammt. Holy shit, die geht richtig ab. Ausgezeichnet gezielt. Danke. Ich mag die vom Helden in Gothic. Oh, die habe ich nicht mehr wirklich im Kopf, weil es so lang her ist. Aber ich weiß, die war nicht schlecht. Ich hatte schon öfter Fische und auch Fischköpfe in der Hand, ich nicht. Junge, ich arbeite in einer Fischfabrik. Okay, das erklärt einiges. Also. Aber Sie sind tot. Wetten nicht. Mir schon besser. Und jetzt sind Sie hier, um mich zu töten. Sie sind tot. Es geht mir schon besser. Also, sie ist wohl irgendwie hier die Chefin und behandelt alle wie Scheiße. Alle hassen sie. Ich bin kein Attentäter, Nasana, aber ich suche jemanden mit diesem Beruf. Sie brechen hier ein und radieren meine Sicherheitsleute aus, nur um die Person zu finden, die hier ist, um mich zu töten? Was ist das für ein Spiel, Shepard? Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen. Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden sie und ich... Wer? Okay. Das war smooth. Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Ich habe mal jemanden mit einer Banane abgeworfen, weil er genervt hat. Ja, okay, Banane kann ich nachvollziehen. Aber halt mit so einem Fischkopf wüsste ich jetzt keine Situation in meinem Leben, wo ich das hätte machen können. Du oft beim Grillen Regenbogenforelle essen, als kompletter Fisch, also auch Fischkopf beim Grillen mit drauf, nur beim Essen dann abschneiden. Boah, nee, wenn ich grillen gehe, dann grill ich keinen Fisch, Alter, nee. Ich habe einen weiten Weg hinter mir, um mit Ihnen zu reden. Mit den Gräten und... nee. Einen Moment noch. Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Oh, der hat eine coole Stimme irgendwie. Klingt weird, aber ich mag's.
Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Er hier. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich kommen würde? Wusste ich gar nicht. Bis Sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nassana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Mein Schiff wird das erste sein. Ich soll also Menschen beschützen, die ich nicht kenne, vor Aliens, über die niemand etwas weiß, an einem Ort, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist? Das trifft's ungefähr. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie noch? Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Das wusste ich nicht. Kann ich irgendetwas tun? Es reicht schon, dass Sie mir diese Gelegenheit bieten. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer auf unserem Schiff Bezahlung kriegt. Das ist Slipknot. Der war auch nicht stett, das passt auch gut. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären Sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ohne Bezahlung ist ja ein Mod von dir. Alles Sheppy-Mods. Genau, so sieht's aus. Seine offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Warum ist er so abgefuckt? So,
muss immer noch nach Tuchanka, Shepard. Mein Schüler wird immer noch vom Bloodpack festgehalten. Sagen Sie mir nochmal, worum es geht. So, nein. Ich weiß, um was es geht. Glauben Sie, die haben raus. Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka. Wir fliegen nach Tuchanka. Malen wurde zuletzt außer. Okay. Ich dachte, vielleicht hat er irgendeinen neuen Dialog. So. Ich nehme an, wir sind immer noch in der Nähe von Ilium. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Natürlich habe ich eine neue Nachricht erhalten. Vielen Dank für die Hilfe, Lisbeth Bainham. Hey Shepard, ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Sue's Hope schon wieder geholfen haben. Wir haben überlebt, wenn auch knapp. Die meisten von Exo Jenny sind weg, aber ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von dem Turianer nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal brauchen. Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf Sie geschossen habe. Das habe ich zwar bestimmt schon gesagt, aber ich wollte es nochmal wiederholen. Viel Glück und nochmals danke. Dank Ihnen lebt Sue's Hope wieder. Beste Grüße, Lisbeth Bainham. Das ist auch wieder so eine Mass Effect 1 Person, die sich hier noch bei uns meldet. So, wo haben wir Thank Creos Mannschaftsquartiere? F5. Gute Idee. So, da sind die, wo ist Life Support. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja, ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Wo genau liegt das Problem? Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kaji, der Heimatwelt der Hanar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Dann gehen Sie weg von Kaja oder verwenden Sie Atemgeräte. Drell haben eine enge Beziehung zu den Hanar. Wir sind voneinander abhängig. Das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Wohnungen im Inneren sehr trocken zu halten. Können die nicht etwas unternehmen? Die Hanar haben ein gentechnisches Programm, das irgendwann zu unserer Anpassung führen dürfte. Das Projekt läuft aber erst seit ein paar Jahren. Bis es Früchte trägt, hat mein Körper das Atmen sicherlich längst eingestellt. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Crazy shit, Tofu sogar vor Pascal hier reingefolgt. So, Ilium. Ja, okay, tritt nochmal nach. Ist ja nicht meine Schuld, Pascal. Du hättest mich einfach 3 Wochen früher entdecken müssen. Hey, uns fehlen nur noch 2. Einmal Samara. Und nochmal irgendwer, den ich aber noch nicht kenne, glaube ich. So, und Chat, wisst ihr was? 23 Uhr, perfekte Uhrzeit, wir machen Schluss für heute. Morgen wieder. Morgen geht's weiter. Hier auf Ilium.
Morgen rekrutieren wir Dios Sicarin auf Ilium. Aber das hier machen wir noch kurz. Einen Salarianer auf Ilium finden, der nach Daten über die Familie Kirosa sucht und sie ihm zurückgeben. Das machen wir noch schnell. Ja, entspann dich, Nina. Entspann dich, Nina. Noch nicht ganz. Genau. Sehr gut, Nina. Was ein Feini. Was ein Feini. So. Weil sonst beschwert sich Pascal. Der sagt, es ist erst 22.59 Uhr. Ich weiß, dass die da... So, das bist du. Was ist denn? Ich führe gerade ein wichtiges Telefonat. Ich habe zufällig mitgehört. Sind das die Daten, die Sie suchen? Das Kirosa-Generationenarchiv. Sie haben es gefunden. Danke. Meine ganze Familie war in großer Sorge. Die Daten sind unersetzbar. Ich dachte nicht, dass ich sie aus Nasanas Firmengebäude zurückbekommen würde. Warum sind die Daten eigentlich so wichtig? Es ist die genetische Chronik der gesamten Kirosa-Familie. Sie dient zu Fortpflanzungsverhandlungen auf höchster Ebene. Sowas wie bei Menschen eine Ahnentafel, vermute ich. Ohne ist die Verhandlungsposition ziemlich schwach. Der Verlust hätte meiner Familie über Generationen geschadet, ja, sie vielleicht sogar zerstört. Wenn die Daten so wichtig sind, warum haben sie dann keine Backups? Hatten wir, aber eine rivalisierende Familie hat ein Computervirus freigesetzt und unsere Tags waren nachlässig. Das Virus hat alle Daten zerstört. Ich hatte gerade ein Vermögen dafür ausgegeben, die Daten wiederherzustellen, als Nasana durchgedreht ist. Wir leben in einer Welt von unendlicher Datenredundanz. Etwas so Bedeutsames nur wegen einer einzigen verrückten Asari zu verlieren. Hier sind Ihre Daten. Hoffentlich ist Ihrer Familie damit geholfen. Sie machen sich keinen Begriff, Mensch. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder woher Sie das haben, aber ich danke Ihnen. Hier, für Ihre Mühe. Gesegnet sollen Sie sein. Für uns waren Sie mit Sicherheit ein Segen. Nice. Ey, ja, Feini. Kennst du das nicht, Feini? Wenn du irgendwie so ein Hund hast oder so und dann sagst du, oh, so ein Feini. Noch nie gehört? Hund, ja, oder eine Katze. Kannst auch zu einer Katze sagen, du Feini. Oder zu deinen Viewern, das geht auch. Immer die Tags sind schuld, ja, wer kennt es nicht. Ich kenne doch das Wort Feini. Ach so, ja, weil du so Feini Fragezeichen. Ich dachte, du verstehst nicht, was es ist. Okay, schrei nicht. Schrei mich nicht an. Hab einen neuen Vape-Pod mit Red Bull-Geschmack. Schmeckt aber leider nicht so geil. Ich muss sagen, ich habe mir öfter mal Energy-Geschmack geholt. Das war eigentlich nie geil. Also, es war nie irgendwie cool. Bin doch kein Hund. Ja, nee, aber ein Feini. Muss ja kein Hund sein. Kann auch eine Katze sein oder, weiß nicht, so ein Nymphensittich oder so. Oder so ein Kakadu. Okay. Den Tipp hätte ich eher gebraucht. Ja gut, kann ja sein, dir schmeckt es. Ich hätte ja da keinen wirklichen Tipp geben können. Hätte ja sein können, du sagst, es ist mega geil, hat ja jeder einen eigenen Geschmack. So, ich glaube, es ist besser, wenn wir Schluss machen für heute. Bevor Nina mich noch verprügelt. So, 23.03 Uhr, so sieht's aus. 23 Uhr. Sehr gerne, Nina. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Wie immer. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. F5, danke, Madnix. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut. Du auch, Mario. Auch
Schön, dass du da warst, wie immer. Hat mich sehr gefreut. Gute Nacht, Nina. Gute Nacht, Madnix. Gute Nacht, Micha. Gute Nacht, Pascal. Und alle anderen da draußen im Lurk. Mal gucken, ob ich immer noch allen einzelnen gute Nacht sage, wenn wir Elden Ring zocken. Vielleicht sind wir da mal wieder ein paar mehr. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. War leider wieder zu spät, alles gut. Leute, Jäger out. Bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao. Alles Feinies hier. So ist es. Alles Feinies. Ja, Pascal, alles gut. Es war doch nur ein Spaß. Also wenn wir hier natürlich 70 Leute sind, was sowieso nicht passieren wird, dann werde ich nicht 70 Namen vorlesen, sagen, gute Nacht du, gute Nacht du, gute Nacht du. Aber ich sag mal so, die... Ihr seid ja schon hier die Stammbelegschaft und auch wenn wir irgendwann 100 Leute sind oder 200, werdet ihr immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil ihr einfach von Anfang an dabei wart. Nicht von Anfang an wie Rufuk, aber für mich von Anfang an. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall immer gute Nacht sagen. Ihr seid meine Feinies, genau. Der innere Zirkel der Feinies. Tofu, auch du bist im inneren Zirkel der Feinies, aber du bist kein Sub. Deswegen sage ich dir nicht gute Nacht. Erst ab Tier 3 kriegst du ein Anrecht darauf, dass ich dir garantiert gute Nacht wünschen werde. Spaß. Natürlich nicht. Ist mir völlig schnuppe, ob ihr Sub seid oder nicht. Junge Pascal, ist es dein Ernst? Pascal. Vielen, vielen Dank für dein Subgift. An Tofu. Pascal, der Ehrenbruder. Tofu, herzlich willkommen bei den Jägern zum Streamende. Morgen kannst du dann als Sub zugucken, ohne Werbung und mit den geilsten Emotes im Game. Gute Nacht, Leute, und vielen, vielen Dank nochmal, Pascal. Ciao, ciao.